Okay, da geht's schon mal eine Runde. Es ist doch zum Mäusemelken. Thank you.
Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Also, das Spiel ist schon knackig. Tja. Ich habe dir noch nicht für das gedankt, was du beim Tempel getan hast. Nun, so geht es mir auch, um ehrlich zu sein. Was genau hast du mit mir gemacht? Woher kommt diese Macht? Dein Hauptmann hat meinem Vater die gleichen Fragen gestellt. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber wir werden alles tun, es herauszufinden. Ich habe dir noch nicht für das gedankt, was du beim Tempel getan hast. Nun, so geht es mir auch, um ehrlich zu sein. Was genau hast du mit mir gemacht? Woher kommt diese Macht? Dein Hauptmann hat meinem Vater die gleichen Fragen gestellt. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber wir werden alles tun, es herauszufinden. Yeah.
Hey, der Typ ist total furchtlos. Helfen wir ihm, bevor es ihm an den Kragen geht. Unabhängig von seiner Entschlossenheit war der Ritter in einer misslichen Position. Er dankt dem Söldner, ihn bei seiner Aufgabe unterstützt zu haben. Wenn er den Gerüchten im Dorf trauen kann, dann hat der Vulkan vor sich stehen und darf mit Freude einen Willkommensgruß ausrichten. Und du bist? Der Ritter heißt Randval, letzter Überlebender des Ordens der Ritter der Glut und nun Beschützer von Valvenor, diesem Dorf. Der Neuankömmling ist höchst willkommen, aber der Verwalter erwartet ihn in der alten Dorftaverne. Sibyl, kannst du reden? Ja. Ich will dir ein paar Fragen stellen. Was möchtest du wissen? Okay. Er denkt, dass der Ritter nicht alle Latten am Zaun hat, aber er denkt auch, also hier der, wo wir morgen uns herkommen, dass wir uns noch ein bisschen in den Sumpf umgucken, da sind ja auch mehr total überpowerte Drecksviecher. Thank you.
schwarze Mäuse melken, kann die denn ein bisschen stärker heilen? Ich hätte hier die super geile erheilt sich die Gedönsfähigkeit. Ah, hier ist Regeneration und Magie. Ja, okay, ist okay. Den Eindruck, die Viecher respawnen, das wäre aber eigentlich ganz cool, weil das heißt, man kann in dem Sumpf relativ gut noch ein bisschen Erfahrung sammeln, um den Charakter zu pushen. Ich weiß, da denke ich schon wieder, aber trotzdem.